Moin, du willst endlich glänzenden und glatten Lack oder einfach mal diese lästigen Kratzer entfernen, die dich schon seit Ewigkeiten stören. Du hast allerdings keine Ahnung, wo du loslegen sollst, dann bist du hier genau richtig bei diesem Polierkurs. Ich bin Moritz und ich bringe dir schnell, einfach und kostenlos bei, wie du dein Fahrzeug polieren kannst. Dafür habe ich extra eine Playlist erstellt, die findest du im ersten Link in der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung sind auch alle Produkte verlinkt, die ich hier heute benutze und die ich generell benutze. Also schau da gerne mal rein, falls dich das interessiert, dann kannst du ganz einfach mitmachen. Im heutigen Video geht es um die richtige Vorbereitung und da gibt es verschiedene Themen. Zum ersten ist das die gründliche Vorreinigung, danach geht es ums Lackkneten. Im Anschluss schauen wir uns dann an, wo kann man überhaupt ordentlich polieren. Dann schauen wir, muss ich mein Fahrzeug abkleben und wenn ja, wie. Und im letzten Schritt gucken wir uns dann noch an, wie und ob du deine Lackdicke messen kannst, um festzustellen, kann ich überhaupt polieren oder geht das gar nicht. Los geht es mit der gründlichen Wäsche und warum machen wir das überhaupt? Ihr habt natürlich verschiedenste Verschmutzungen auf eurem Lack drauf, also der ganz normale Straßendreck, den ihr alle kennt, Schlamm und ähnliches, aber auch sowas wie Flugrost oder Teer oder ja, ganz viele verschiedene Sachen, die einfach auf eurem Fahrzeug drauf landen. Und da ist es einfach wichtig, dass ihr die vor der Politur entfernt. Ja, die Politur könnt ihr die Sachen auch entfernen, allerdings landen die dann hier im Polierpad drin, was ihr für die Politur benutzt. Das ist so ein Schaumstoffpad hier und das hat Poren. Das heißt, da kann sich der Dreck auch reinsetzen und während der Politur kann der wieder freigegeben werden. Das heißt, wir wollen ja bei der Politur Lack abtragen, das heißt den schön glatt und glänzend machen. Und wenn wir dann hier Sachen drin haben, wie im schlimmsten Fall kleine Steinchen, aber auch andere Verschmutzungen, dann zieht ihr euch natürlich immer wieder neue Kratzer rein, wenn ihr dann mit dem Pad darüber geht. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir, bevor wir überhaupt mit dem Polieren anfangen, erstmal den Lack richtig schön sauber machen. Dazu ist es aber auch noch ein weiterer positiver Effekt, wenn euer Lack schön sauber vorher ist, dass ihr einfach viel, viel leichter polieren könnt. Das Polierpad kann viel, viel ruhiger auf dem Lack laufen. Und damit macht ihr euch die Arbeit einfach ein bisschen einfacher. Gerade für Anfänger ist das dann auch ein wichtiger Faktor. Ja, wie sieht dann so eine Wäsche aus? Wenn ihr den Kanal schon länger verfolgt und länger dabei seid, dann seid ihr vielleicht auch schon Handwäscher. Dann wisst ihr vielleicht auch schon, wie ihr euer Fahrzeug richtig reinigen könnt. Dann müsst ihr einfach so eine Routine-Reinigung durchführen, weil euer Lack sollte bereits in einem ganz guten Zustand sein, wenn ihr das eben regelmäßig pflegt und auf diese ganzen Faktoren achtet. Wenn ihr allerdings noch nie euer Fahrzeug mal ordentlich sauber gemacht habt, vielleicht immer in die Waschanlage gefahren seid oder ähnliches, dann gibt es ein tolles Video, was ich euch zeigen kann. Das verlinke ich euch hier mal oben. Das habe ich in der SB-Box gefilmt, geht so eine halbe Stunde. Da lernt ihr eigentlich alles, was ihr wissen müsst zur richtigen Handwäsche. Ist allgemein wichtig, wenn ihr euer Fahrzeug jetzt aufwendig poliert, dass ihr es danach auch weiterhin ordentlich pflegt und dann vielleicht nicht wieder in die Waschanlage fahrt oder irgendwelche Sachen macht, die euren Lack wieder zerstören. Das heißt, das ist auch ein wichtiges Thema, dass ihr einfach lernt, wie ihr euren Lack richtig wascht. Das heißt, dieses Video würde ich da sowieso empfehlen. Ich gehe jetzt aber trotzdem nochmal alle Schritte ganz kurz durch. Ich würde euch einfach empfehlen, das lange Video anzugucken. Hier jetzt aber nochmal die wichtigsten Schritte, einfach damit ihr sie nicht vergesst. Schritt 1, erstmal mit dem Hochdruckreiniger den gesamten groben Dreck einmal von eurem Fahrzeug runterspülen. Im zweiten Schritt würde ich mir dann einen guten Allzweckreiniger, wie hier den von Tuga zum Beispiel, holen und hochwertige Fahrzeugpinsel, wie die von Workstuff, mag ich sehr gerne. Wie gesagt, alles unten verlinkt. Damit holt ihr dann ja euch, sage ich mal, 90% des Drecks runter, also alle Bereiche einsprühen, gerade in den unteren Bereichen genau drauf gucken, dass ihr den benutzt. Oben ist das manchmal gar nicht so nötig. Und vielleicht auch, wenn ihr es lange nicht gemacht habt, einmal alle Ritzen und Kanten um die Scheiben und ähnliches einmal alles ausspülen, weil bei der Politur, da kann es dazu kommen, ja, da sind Vibrationen auf eurem Lack. Ist ja klar, wenn ihr die Poliermaschine benutzt und dann rüttelt ja euer Lack so ein bisschen. Und dann passiert das manchmal, dass aus den ganzen Ritzen dann der Dreck rauskommt, rausgewackelt wird oder ähnliches. Deswegen da auch darauf achten, dass ihr in diesem Schritt gerade alle Ritzen, Kanten und ähnliches alles einmal ordentlich sauber bekommt damit. Im nächsten Schritt geht es dann darum, nochmal mit Spezialreiniger rüberzugehen. Dafür würde ich mir den Lack dann nochmal ganz genau angucken. Ist der Lack zum Beispiel pickelig, dann könnte es sein, dass ihr Flugrost drauf habt.
Da gibt es dann spezielle Flugrostentferner, die ihr dafür benutzen könnt. Einmal euren ganzen Lack einsprühen, das ein bisschen einwirken lassen. Achtet da einfach auf die Herstellerangaben. Dann alles runterwaschen und das dann 2-3 Mal wiederholen vielleicht. Man sieht Flugrost besonders gut bei weißen Fahrzeugen, weil der sich dann so lila einfärbt, wenn man diese Flugrostentferner benutzt. Gibt es aber allerdings auch auf schwarzen Fahrzeugen. Da sieht man das dann leider nicht so gut, wenn man hier mit drauf sprüht. Aber generell würde ich das eigentlich jedem empfehlen. Fahrzeuge, die einfach mehrere Jahre genutzt werden und nie richtig mal sauber gemacht wurden, die haben meistens Flugrost und deswegen ist der Flugrostentferner hier eigentlich immer angebracht. Als nächstes würde ich dann nach Teer Ausschau halten. Der ist dann meistens so in den Felgenbereichen, hinter den Türen, also eher so in den unteren Bereichen eures Fahrzeugs. Da gibt es dann auch Spezialentferner. Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht, wie das Ganze funktioniert. Ist auch überhaupt nicht kompliziert. Auch diese kleinen schwarzen Flecken könnt ihr dann hier mit solchen Spezialreinigern entfernen und auch das ist wichtig, dass die vor der Politur einmal runter sind. So, im allerletzten Schritt würde ich mir dann den Waschhandschuh und den Wascheimer schnappen, einmal alles ordentlich sauber machen, dass auch der letzte Traffic-Film runter ist, dass alle Reinigerreste runter sind und so weiter. Und dann natürlich das Fahrzeug noch abtrocknen, das gehört dazu und dann können wir auch schon weitermachen. Wer möchte, kann den letzten Schritt auch überspringen, meiner Meinung nach, die Handwäsche und kann dafür dann in die Waschanlage fahren. Ich würde trotzdem eher die Handwäsche vorziehen, aber was so die größten Nachteile an der Waschstraße sind, ist, dass eben diese Waschstraße nicht diese Spezialverschmutzung entfernen kann, wie Flugrost oder Teer. Und die Waschanlage kommt auch nicht unbedingt in jede Ecke rein, aber das solltet ihr jetzt eigentlich mit dieser ordentlichen Vorbehandlung alles abgedeckt haben. Das heißt, falls ihr dann danach keine Lust habt, noch auf eine Handwäsche, könnt ihr dann auch in die Waschanlage fahren. Ich würde euch trotzdem allerdings eine ordentliche Handwäsche empfehlen. Wie gesagt, das Video habe ich euch ja hier oben verlinkt. Schaut euch das gerne an, das ist alles nicht so kompliziert und es lohnt sich, das zu lernen, weil ihr dann einfach euren Lackzustand, wenn ihr ihn jetzt durch die Politur auf einen tollen Zustand bringt, auch viel, viel länger einfach so halten könnt. Nächstes Thema, Kneten. Wofür brauchen wir Knete überhaupt? Euer Lack ist mikroskopisch gesehen ja eigentlich wie so ein Gebirge aufgebaut. Das heißt, da gibt es auch verschiedene Poren. Das heißt, es kann mal passieren, dass dann so ein Tal in eurem Lack drin ist. Und wenn ihr dann normal reinigt, dann geht ihr einfach immer über dieses Tal rüber. Und wenn dann hier Verschmutzungen sich ansammeln, dann könnt ihr die nicht mehr lösen. Und genau dafür ist dann hier so eine Knete da. So sieht die eingepackt aus. Und ich zeige euch gleich, wie ihr die anwendet. Aber damit könnt ihr dann hier die Verschmutzung aus diesen Tälern rausholen. Und man spricht dann da auch in der Regel davon, dass euer Lack dann porentief sauber ist und das ist einfach ganz wichtig, ja, um dann diese Verschmutzung einfach zu lösen. Aber auch die ganzen Spezialverschmutzungen, Insektenreste oder ähnliches, was ihr alles nicht durch die Chemie jetzt im letzten Schritt beseitigen konntet, wird jetzt hier dann auch nochmal entfernt. Das heißt, es ist dann so der allerletzte Schritt, um euren Lack wirklich zu 100% sauber zu bekommen. So, wenn man sich jetzt mit dem Thema beschäftigt, dann merkt man ganz schnell, dass es da verschiedene Sachen gibt, die man kaufen kann. Zum einen hier diese klassischen Kneten, die gibt es in verschiedenen Farben. Meistens so weiß, blau, rot, das sind dann auch die verschiedenen Schärfegrade. Weiß, also steht dann meistens dafür, dass es besonders mild ist. Blau steht dann dafür, dass es mittel ist und rot, dass es besonders scharf ist. Ich empfehle euch eigentlich als Einsteigern immer ganz gut diese mittlere Knete, da könnt ihr eigentlich nicht viel falsch machen. Wir könnten jetzt noch die verschiedenen Vor- und Nachteile von den verschiedenen Kneten durchgehen, will ich euch jetzt mal ersparen. Ich würde jedem von euch empfehlen, einfach diese mittlere Knete zu kaufen. Ich mag sehr, sehr gerne die Knete von Sonax. Ich finde, die ist hochwertig, die ist robust, die hält lange, die funktioniert hervorragend, die macht möglichst wenig Kratzer, weil, das muss man wissen, wenn man diese Kneten benutzt, kann es passieren, dass man sich Kratzer reinzieht, auch wenn man sie 100% richtig benutzt. Das heißt, es ist eigentlich angebracht, immer nachdem ihr irgendwas knetet, auch zu polieren, aber das wollen wir hier ja eh lernen. Das heißt, ist nicht so schlimm in dem Fall. Es sind wirklich sehr, 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 sehr kleine Kratzer. Aber man muss es wissen, Kneten verursacht immer Kratzer. Das heißt, wenn ihr mal knetet, dann danach immer polieren. So, es gibt jetzt auch verschiedene Arten, wie man auch noch kneten kann. Hier mit solchen Schwämmen, die haben dann hier so eine Struktur. Oder hier mit solchen Handschuhen, die haben dann hier auch so eine Knetstruktur oder so eine Clay Disc, die du auf die Poliermaschine drauf machst. All das hier würde ich dir nicht empfehlen. Wenn du Aufbereiter bist oder erfahren bist oder ähnliches, dann kannst du solche Sachen nutzen. Vielleicht sparst du auch ein bisschen Zeit damit. Ich bin trotzdem immer noch Verfechter von dieser Knete. Gerade für Anfänger würde ich das empfehlen, weil man ist einfach irgendwie näher am Lack dran. Ich zeige euch gleich nochmal die Anwendung, aber man kann das Ganze hier sehr gut machen. Man hat die Finger immer am Lack dran, man spürt immer, was man macht. Man ist nah dran am Fahrzeug, man bekommt einfach ein Gefühl dafür, wie poliere ich, wie wird der Lack sauber und so weiter. Deswegen würde ich euch die ganzen anderen Sachen gar nicht empfehlen. Das kann man dann nachher machen, wenn man Profi ist oder wenn man zahlreiche Fahrzeuge in der Woche aufarbeitet. Aber wir wollen ja hier lernen, wie ihr euer Fahrzeug am besten aufbereitet. Und da ist das die kostengünstigste und die einfachste Variante, das Ganze einfach zu lernen.
Es gibt zwei sehr, sehr wichtige Regeln, die ich euch jetzt einbläuen möchte, auf die ihr unbedingt achten müsst, wenn es um das Thema Kneten geht. Und das erste ist die richtige Schmierung. Das heißt, ihr müsst immer darauf achten, dass eure Knete ordentlich flutscht, ordentlich gleitet und nie irgendwie mal hängen bleibt. Darum geht es. Das heißt, ihr braucht sehr, sehr viel Flüssigkeit. Was benutzt man da? Da gibt es verschiedene Sachen, die man einsetzen kann. Das einfachste ist wahrscheinlich hier so ein klassischer Clay Loop. So ein Knetgleitmittel nennt man das. Dann gibt es schon von Herstellern fertig. Kann man so kaufen, ist natürlich dann eine einfache Variante. Zum Zweiten kann man sich auch aus Autoshampoo und Wasser, so ungefähr 50-50, dann eine ganz gute Mischung da selber zusammenbasteln. Auch das gibt es. Und ich habe auch schon gesehen, dass Leute mit Glasreiniger geknetet haben. Scheint auch sehr gut zu funktionieren. Also da gibt es verschiedene Varianten. Das Einzige, was da wichtig ist, ist, dass manche Kombinationen eure Knete auflösen können. Ihr merkt das dann, also sie wird dann bröckelig und ihr könnt die nicht mehr so richtig benutzen. Die schmiert dann, die schäumt dann irgendwie komisch und das funktioniert nicht so gut. Ich kann euch da jetzt nicht genau sagen, die Kombination und die Kombination nutzen oder nicht nutzen, weil ihr habt einfach verschiedene Sachen zu Hause, ihr kauft verschiedene Sachen, ihr wollt euch selber Sachen anmischen oder ähnliches. Das heißt, da gibt es so viele verschiedene Kombinationen, dass ich das jetzt nicht für alles sagen kann. Ihr könnt euch aber einfach eure Knete schnappen und dann hier so eine ganz kleine Ecke abmachen, das Ganze dann in die Knetmischung reinlegen, die ihr dann später benutzen möchtet, also euer Knetspray dann, und einfach mal so eine halbe Stunde warten und gucken, was mit dieser Knete passiert. Wenn die ja ungefähr gleich bleibt in der Konsistenz, dann ist alles gut. Wenn die sich auflöst, bröckelig wird, dann wisst ihr, okay, diese Kombination kann ich nicht benutzen. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, dass ihr das vorher einmal ausprobiert, damit ihr eure Knete nicht kaputt macht. Die ist ja auch nicht unbedingt günstig, aber das ist so eigentlich das Wichtigste, was man in dem Fall beachten muss. Die zweite wichtige Regel ist ständige Kontrolle. Ihr seid ja hier mit dieser Lackknete auf eurem Lack drauf und wollt ja auch Verschmutzung entfernen. Das heißt, die Verschmutzungen sammeln sich hier drin und die müssen einfach entfernt werden, auf verschiedene Arten und Weisen. Ich zeige euch das gleich. Wichtig ist nur, dass ihr das ständig kontrolliert und ständig im Auge habt, ob hier Verschmutzungen drin sind und dass ihr dann danach handelt und nicht weiter auf eurem Lack damit rumreibt, weil dann können auch Kratzer entstehen. Das heißt, zweiter wichtiger Punkt, ständige Kontrolle. Erster wichtiger Punkt, nicht vergessen, immer Gleitmittel dabei haben, also immer kräftig Gleitmittel benutzen. Dann schauen wir uns jetzt mal an, wie ihr richtig kneten könnt. Und zwar werden die Kneten dann immer in so einer Dose hier geliefert. Die solltet ihr auch unbedingt aufbewahren und da eure Knete weiter drin lagern, weil die darf einfach nicht austrocknen. Kann auch sinnvoll sein, dann eure Knete, bevor ihr sie einlagert, noch mal ein bisschen zu besprühen, hier für ein bisschen Feuchtigkeit zu sorgen. Dann hält das Ganze noch länger. Wir packen die jetzt hier mal aus und dann erkläre ich euch mal so grob, wie es funktioniert. So sieht die Knete dann am Ende ungefähr aus und das Erste, was ihr machen könnt, ist direkt mal ja so ungefähr ein Viertel euch rauszunehmen. Den Rest könnt ihr weglegen, den könnt ihr dann fürs nächste Mal aufbewahren. Der Teil kommt einfach wieder zurück in die Dose. So, jetzt habt ihr hier euer Stück. Das nehmt ihr jetzt und das knetet ihr einfach mal ordentlich durch. Also bringt da einfach ein bisschen Hitze rein, dann wird das Ganze ein bisschen geschmeidiger und dann kann man das Ganze auch besser benutzen. Ich forme da immer so einen Teller draus. Da könnt ihr dann, ja, mit der Zeit lernt ihr dann, was euch da gefällt, welche Größe ihr haben möchtet, welche Dicke ihr auch haben möchtet. Ich mache es meistens ein bisschen dünner, weil dann merke ich auch so richtig, was auf dem Lack passiert. Ich mag eigentlich diese Größe hier ganz gerne, so im Vergleich zu meiner Hand. Und damit könnt ihr dann gut arbeiten. Im ersten Schritt benetzt ihr die Fläche mit dem Gleitmittel. Achtet hier auf jeden Fall darauf, dass ihr euch die Fläche nicht zu groß wählt, weil je nachdem, wie die Außentemperatur ist, kann das Gleitmittel dann natürlich wegtrocknen und das wollen wir ja nicht. Das heißt, es soll möglichst lange einfach schön gleiten. Danach benetzt ihr auch eure Knete mit dem Gleitmittel, damit die auch schön feucht ist. Ich gehe beim Kneten immer im Kreuzmuster vor, damit ich einfach alle Bereiche ordentlich abdecken kann und falls eine Pore mal quasi in die falsche Richtung offen steht, dann bekomme ich die damit auf jeden Fall auch mit. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr die Knete einfach umfalten, einmal in der Mitte und dann den ganzen Dreck reinkneten. Manchmal hat man aber auch die Möglichkeit, wenn da nur leichter Dreck ist, der aufliegt, das Ganze nochmal rauszuwaschen mit dem Knetspray zum Beispiel. Achtet dann aber darauf, dass der ganze Dreck nicht wieder auf dem Lack landet. Beim Kneten halte ich die Hand so, dass ich während des Knetens immer vor und hinter der Knete meine Hand einsetzen kann, um so ein bisschen den Lack zu erfüllen. Das heißt, ich merke dann, okay, welche Struktur hat der Lack? Ist das wirklich schon sauber? Generell gilt eigentlich beim Kneten, es kann einmal reichen, es kann aber auch zwei oder dreimal dauern, bis der Lack richtig sauber ist. Ihr müsst einfach mal mit eurer Hand fühlen, wie das Ganze sich anfühlt und wie weich das schon ist und wie glatt das ist.
je nachdem, wie warm es gerade ist, müsst ihr auch einfach öfter mal nachsprühen. Das müsst ihr dann selber gucken. Die Knete darf auf gar keinen Fall auf dem Lack stocken, dann ist es falsch. Also sie muss ständig einfach ganz, ganz leicht rüber gleiten. Sollte eure Knete jemals auf den Boden fallen, dann würde ich euch empfehlen, das ganze Stück einfach wegzuwerfen. Dafür haben wir ja die Knete vorher abgetrennt. Ihr habt jetzt noch genug weitere Stücke, mit denen ihr kneten könnt. Es ist einfach zu gefährlich. Es ist einfach zu viel Dreck auf dem Boden und wenn der in der Knete landet, dann ist er im schlimmsten Fall später auf eurem Lack, zerkratzt euch alles. Also seid ihr auf gar keinen Fall geizig, sondern nehmt dann einfach ein neues Stück. Ihr braucht das Knetstück jetzt auch nicht wegzuwerfen, man kann das in der Regel eigentlich immer noch mal benutzen, aber schaut euch da noch mal genau den Zustand an. Nächste Frage ist, wo poliere ich dann? Das ist ja schwer zu beantworten. Die optimalen Gegebenheiten sind natürlich in der Halle mit sehr, sehr viel ausreichendem und hellem Licht. Licht ist allgemein ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich setze Licht einfach auf Platz 1. Das heißt, wenn ihr euch aussuchen müsst, okay, gehe ich jetzt in eine Scheune, da bin ich zwar überdacht, aber ich habe so gut wie gar kein Licht, oder gehe ich draußen mit ganz, ganz viel Licht, bin dann aber irgendwie den Elementen ausgesetzt, dann würde ich immer eher nach draußen gehen, ja, weil Licht einfach ganz, ganz wichtig ist und selbst wenn ihr dann irgendwie eine kleine Handlampe habt oder ein bisschen Licht ausstellt oder so, ist das meistens nicht ausreichend, wenn ihr keine gute Lichtsituation habt. Ja, nach dem Licht dann an zweiter Stelle die Überdachung, wie gesagt. Also optimal wäre dann da zum Beispiel ein Carport. Das ist immer so eine ganz gute Mischung aus, okay, ich habe den Schutz vor den Elementen, aber ich habe auch noch genug Licht, was reinkommt. Da kann man sehr gut polieren. Wichtig ist auch der Schatten, weil im Sommer kann es dann doch sehr heiß werden und die Lacktemperatur ist auch ganz wichtig. Die sollte nicht zu heiß und nicht zu kalt sein. Das heißt, wenn ihr eure Hand auf den Lack legen könnt und das ist angenehm, dann ist es meistens eine ganz gute Temperatur für euren Lack. Das heißt, ihr dürft nicht irgendwie hochschrecken, weil es zu heiß ist oder auch weil es zu kalt ist. Je nachdem, achtet da einfach drauf und dann kann es, wie gesagt, schon sehr, sehr kritisch werden, wenn ihr mit eurem Fahrzeug in der Sonne steht. Gerade im Sommer, dann kann das Ganze zu heiß werden. Das heißt, achtet da auch drauf, dass ihr Schatten bekommt. Und wie gesagt, die Überdachung ist auch wichtig, weil ihr einfach geschützt vor den Elementen seid. Ihr könnt nicht im Regen polieren, aber auch solche Sachen wie vielleicht Blütenstaub oder ähnliches, was einfach von den Bäumen so runterfällt. Man sieht das dann immer ganz gut, kann extrem stören. Ihr müsst dann ständig da mit einem Wedel oder irgendwas anderem die Sachen vorsichtig runter machen, damit ihr da nicht weiter poliert. Also auch sowas kann sehr, sehr nervig sein. Achtet auch darauf, dass ihr einfach nicht in der Umgebung irgendwelche Bäume habt oder dann zumindest einfach eine Überdachung. Als nächstes kommen wir dann zum Thema Abkleben und da habe ich eine ziemlich kontroverse Meinung zu, und zwar klebe ich gar nicht ab. Grundvoraussetzung hierfür sind die Sonax-Polituren, die ich sehr, sehr gerne benutze und die das Ganze in meinen Augen obsolet gemacht haben. Das ist aber auch nur meine Meinung. Ihr findet ganz, ganz viele Polierprofis da draußen, die weiter euch empfehlen würden, eure Fahrzeuge abzukleben. Und da gibt es auch sehr, sehr viele Gründe für. Also es gibt eigentlich keinen Grund, nicht abzukleben, außer die Faulheit, aber die überwiegt bei mir halt einfach. Es ist sinnvoll abzukleben, weil dann die Polierreste zum Beispiel nicht in irgendwelche Ritzen reinkommen. Das heißt, da könnt ihr abkleben. Es ist sinnvoll abzukleben Kunststoffe, weil die können die Polituren in der Regel nicht ab. Da hier Sonderregel Sonax. Ich glaube, die kommunizieren das nicht offiziell. Aber ich hatte da noch nie Probleme mit Kunststoff. Das heißt, ihr könnt da einfach rüber polieren. Ich würde das jetzt nicht gezielt einfach eure Kunststoffe polieren. Aber wenn ihr da mal aus Versehen rüberkommt oder so, ist das in der Regel gar kein Problem mit Sonax-Polituren. Bei anderen Polituren würde ich immer eure Kunststoffe abkleben, weil das führt einfach zu Schäden. Die bekommt ihr nicht mehr raus. Das heißt, hier auch, da das ein Anfängerkurs ist, würde ich euch dann vielleicht schon empfehlen, okay, vielleicht die Kunststoffe einmal abzukleben. Aber zum Beispiel Ritzen klebe ich damit gar nicht mehr ab. Wir haben hier eine wasserbasierte Politur. Ich habe das Gefühl, dass also die staubt einfach nicht mehr so wie jetzt verschiedene andere Polituren oder die klumpt auch nicht mehr so oder es passiert einfach nicht mehr so, dass eure Ritzen einfach mit der Politur zugesetzt sind. Das passiert nämlich bei anderen Polituren ganz gerne und deswegen klebt man da auch gerne ab, weil das ist extrem nervig und aufwendig, die ganzen Politurreste überall immer rauszukratzen. Da ist es dann schon irgendwie einfacher, das Ganze abzukleben. Passiert aber, wie gesagt, bei mir mit den Sonax-Polituren nicht, wenn man einfach nicht so viel Politur benutzt und das braucht man in der Regel nicht und deswegen klebe ich da auch dann auch einfach nicht ab.
Wo das Abkleben auch noch sinnvoll sein kann, ist auf Kanten. Bei Kanten muss man generell einfach extrem aufpassen, weil ja, da poliert man einfach viel, viel schneller durch. Das werde ich euch dann noch im Praxisteil alles erläutern. Das heißt, es kann auch sinnvoll sein, einfach Kanten ordentlich abzukleben. Dann hat man da auch keine Gefahr. Also auch da macht es Sinn. Es gibt generell schon viele Anwendungsfälle, wo so ein Klebeband einfach sinnvoll sein kann. Ich habe zum Beispiel hier das 3M-Klebeband, was wahrscheinlich sehr, sehr viele von euch kennen. Ich bin damit tatsächlich nicht so happy. Ich habe hier eine günstigere Variante noch gefunden, verlinke ich euch auch unten. Die gefällt mir irgendwie besser, die hält besser, das hier geht immer ab bei mir. Keine Ahnung, woran das liegt, kann sein, dass es bei euch dann besser funktioniert. Aber generell ist es einfach wichtig, dass ihr da ja fahrzeuggeeignetes Klebeband benutzt und nicht einfach irgendwas, was ihr gerade so findet, weil dann könnt ihr natürlich wieder Schaden an eurem Fahrzeug verursachen. Das heißt, achtet einfach darauf, dass ihr da Varianten habt, die einfach Kfz-tauglich sind. Und das letzte Thema ist, wie viel Lack habe ich eigentlich noch auf meinem Fahrzeug und kann ich das überhaupt alles polieren? In der Regel sage ich ja, ihr könnt das polieren. Ihr müsst, wie ich eben schon gesagt habe, einfach bei Kanten aufpassen, weil bei Kanten, da ist der Lackabtrag einfach viel, viel stärker. Da ist manchmal auch weniger Lack drauf. Das heißt, da poliert ihr schneller durch. Aber auf eurem normalen Fahrzeuglack könnt ihr in der Regel polieren, selbst wenn ihr da einen Poliergang fahrt, wo ihr viel Abtrag habt. All die Sachen lernt ihr dann später noch. Habt ihr eigentlich nur einen Abtrag von so ja, 1 bis 2 µ in der Regel. Und das ist eben nicht so viel, wenn wir davon ausgehen, dass auf so einem Fahrzeuglack eigentlich 20 bis 40 µ eigentlich immer Klarlack drauf ist. Klar, es kann passieren bei eurem Fahrzeuglack, dass da weniger Klarlack drauf ist, denn Klarlack ist die entscheidende Schicht am Ende. Ihr könnt euch auch einen lackschichtigen Messgerät kaufen, damit könnt ihr aber nur den gesamten Lack einmal durchmessen. Dann habt ihr ja eine Mühanzahl, mit der ihr aber nicht so viel anfangen könnt in der Regel, weil da gibt es auch nicht so richtige ja, Werte, an die man sich halten kann. Das heißt, nur diese letzte Schicht, die eben oben drauf ist, in der Regel, nicht bei allen Fahrzeugen, aber bei modernen Fahrzeugen schon, ist eben die Klarlackschicht. Und die können wir polieren und die ist in der Regel so 20 bis 30 bis 40 µ oder so groß. Das ist wie gesagt auch unterschiedlich, welchen Hersteller, welches Baujahr, manchmal auch nur welche Baureihe. Also nur weil ihr jetzt einen Corolla habt oder so, heißt das nicht, dass der immer die gleiche Dicke hat. Das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Deswegen ist es eh immer ein individuelles Thema für euch. Aber wenn ihr wisst, okay, so normaler Durchgang, wenn ich hier alles ordentlich diesem Tutorial folge und alles richtig mache, dann nehme ich so 1 bis 2 µ ab. Das sollte eigentlich in der Regel nie ein Problem sein. Wenn es dann daran geht, natürlich irgendwelche Sachen zu schleifen oder irgendwelche einzelnen Kratzer zu bearbeiten, dann ist es nochmal was ganz anderes. Da muss man dann verschiedene Techniken angehen. Aber wenn ihr einfach euren Lack einmal ordentlich in einen tollen Zustand zum Glänzen bringen wollt, die Verschmutzung rausbekommen wollt, den schön glatt bekommen wollt oder so, dann ist es eigentlich gar kein Problem. Dann sollte das jeder von euch machen können und dann braucht ihr euch auch keine Angst haben, wenn ihr euch einfach sauber und ordentlich an die Sachen haltet, die ich euch dann in den zukünftigen Videos alles erklären werde. So, jetzt seid ihr perfekt vorbereitet für die Politur. Ihr könnt jetzt direkt das nächste Video aus dem Kurs angucken und dann hoffentlich auch schon bald euren neuen, glänzenden, tollen Lack bewundern. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Euer Morris von Auto Lifestyle. They show some respect. I can't even think about it. I've been up, so read about it. No beat around it. Straight to it. No ring around it. You coming for me? We'll see about it. We'll never see it when I kick my feet up. 100 meters where I run the fee up. And go ka-ching and nine, I'm on a pee up. I had to re-up on a reel, so you stay defeated. And put it back into the bin, cause I don't really need it.